Und ja, Forscherspezialisierung. Das heißt, der. Ich wollte eigentlich sagen, der schlechteste Forscher wird jetzt verbessert, aber der kann ja jetzt verbessert werden, wenn er Level 10 ist. Also warten wir doch ein bisschen. Die buddeln hier nämlich freudig. Nehmen wir freudig buddeln. Die Leiter brauchen wir nicht mehr. Die Leiter brauchen wir noch, um an das Zeug hier unten ranzukommen. Die Leiter hier drüben brauchen wir alle noch. Oh, hier ist noch mehr Stein. Nehme ich gerne mit. Oh, da buddeln wir zwar das Ding rein, aber das sieht wieder aus wie Maulwurfslabyrinth. Also von daher nicht so schlimm. Oh, und wir haben Maximum an Stein. Oh, hi Gnomin. Ach, da wollten wir eh reinbuddeln. Ist das ein Forschungstisch? Ja, ist ein Forschungstisch. Oh, und noch ein Raum. Ach ja, mit dem Maulwürfen. Das war ja das, wo wir gesagt haben, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, was jedoch schlimm ist, ist, dass ihr Steine ausgrabt, die gerade nicht gebraucht werden. Habt lieber hier Gold und Silber aus. Und am besten errichten wir hier... Nein. Hier noch eine Truhe. Und mit dem Stein könnten wir... Eigentlich, wenn wir so viel Stein haben... Könnten wir Kürbisse anpflanzen. Die sind nämlich genauso effektiv wie Mais, kosten aber halt etwas Stein. Ja, und nicht ganz so viel Holz. So. Das heißt, wir können uns jetzt wieder auf den Steinabbau konzentrieren. Den Maulwürfen ihre Sachen weg, klauen. Oh. Ja. Ihr müsst natürlich auch hier irgendwie wieder rauskommen. Hier ist ja schon klar irgendwie. So, zwei Militärs sind auf dem Weg. Die Nahkämpfer fühlen sich mal wieder nicht angesprochen. Hat das den beiden jetzt auch Erfahrung gebracht? Werden wir ja gleich sehen. So, hier hinten das Drachenblut bitte noch einsacken. Turmalin einsacken. Stein einsacken. Da sind wir hier nämlich schon mal ziemlich fertig. Hier das bisschen Gold. Also hier drüben auch fertig sind. Nein, sind wir nicht, da ist noch Eisen. So, damit du kein Loch in
Styler, Vodokast. Und wieder total isoliert bist. So, wie weit runter müssen wir hier hin? So weit runter. So ist es besser. Dann fällt er nämlich nicht gleich in den Raum rein. So. Wo sind meine Buddler? Ach, die sind noch hier hinten beschäftigt. Dachte ich mir fast schon, dass hier noch mehr Stein ist. Und hier ist noch Eisen drunter. Hm. Eisen kann man immer gebrauchen. Vor allem für Ton brauchen wir Eisen. Fleißig am Forschen. Gut. Essensration war das nächste. Da sind wir ja schon, brauchen wir nur noch einen halben Forschungspunkt und haben wir das auch geschafft. Wir haben maximale Nahrung. Zufriedenheit könnte besser sein. Ja, mit dem Holz, das wir haben, könnten wir theoretisch erstmal hier ein bisschen die Löcher, das Loch in der, im Thronsaal fertig stopfen. Aber auch schon mal. Den Boden hier verlegen ein bisschen. So. Und auch an den Wänden. Ups. Verlegen. Ja. Sieht das auch schon mal besser aus? Und mit dem Stein, was wir haben, können wir Pflanzen aufstellen. Hier eine in die Ecke, hier eine in die Ecke. Hier eine. Und hier eine. Jawohl. Oh, hier könnten wir doch was hinstellen aus Stein. Die Trophäe zum Beispiel. Die stört da hier keinen. Hm. Und mit dem Eisen, was wir jetzt haben, können wir hier unsere beiden Wachfiguren aufstellen. So, Essensrationen. Jetzt mal kurz gucken, dass wir die Zwerge nicht hier den Tod boxieren. Ah, ja, du.
So, alle beim Essen und so weiter. Essensration haben wir ja jetzt ausgegeben. So, neue Trainingsfiguren. Machen wir mal hier hin. Ja, und langsam sieht das so aus, wie es aussehen sollte. Oh, hier ist ein großer Raum drunter. Hier müssen wir aufpassen. Ja, beim Maulwurf haben wir alle Ressourcen abgegrast. Hier ist noch mal eine ganze Menge Drachenblut. Oh, hier ist Gold. Ich will mal annehmen, hier ist noch was. Und ja, den Raum können wir dann auch von hier aus erkunden. Hier ist noch mehr Drachenblut. Sehr schön. Und was sind das für Spinnen? Achso, die steckten gerade im Boden fest. Die Trophäe, die möchte ich nicht verkaufen. Die sieht cool aus. Dafür möchte ich jetzt hier Spinnen killen. Das sind Level 2 Spinnen, die dürften nicht so viel aushalten. So, genau. Dann weg mit den Wänden, dass wir sehen, was wir hier haben. So. Eine Leiter nach oben hier. Oh, Titan. Sehr schön. Ja, und von hier aus könnte ich auch gleich nach da drüben dann graben. So, einer vom Militär geht zurück und aktiviert unsere mittlerweile 4. Tafel. Und es ist ein Bergarbeiter. Da ist auch eine Tafel. Lass uns sehen, was auf ihr geschrieben steht. Ich schäme mich zuzugeben, dass mich die Geschichte von dem Flüssen im Dunkeln geängstigt haben. Als ich neulich einen Tunnel inspizierte, dachte ich, in dem Schatten um mich herum etwas dahinjagen zu hören. Ich erinnerte mich an die Erzählungen des schlaflosen Clans und wurde ziemlich nervös. Dann auf einmal erschien vor mir dieses winzige kleine Insekt. Sie war klein, hungrig und sehr süß, obwohl sie eigentlich wirklich hässlich war. Ich nahm sie mit zurück zur Basis. Oh Gott, so eine Art Mini-Manipulator. Okay, hier ist ein bisschen Titan in der Wand. Das hilft uns schon ein bisschen. Das Eis drunter könnte uns auch helfen. So. Das heißt, ich will hier rein. Und dazu muss ich hier rüber buddeln. Genau.
eine große Steinader, von der wir mal wieder zu viel haben. Nein, 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 nein. Nix da.